Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. 4 Monate vor der Währungsumstellung hat die Auslieferung des Euro-Bargeldes an Banken und Sparkassen begonnen. Die ersten Transporte starteten von den Landeszentralbanken in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. In Süddeutschland läuft die Versorgung der Geldinstitute mit Euromünzen und Scheinen am Montag an. Bis Ende Dezember sollen rund 60.000 Zweigstellen beliefert werden. In mehreren Städten hatten Bürger heute Gelegenheit, das neue Bargeld im Original zu sehen. Der Euro rollt unauffällig. Aus dem streng bewachten Lager der Niedersächsischen Landeszentralbank ging vom frühen Morgen an alle 45 Minuten ein neuer Geldtransport ab. Darin tonnenschwere Münzkisten, jeder einzelne bis zu 700 Kilo schwer. Wie auch in Nordrhein-Westfalen wurden sie in speziellen Lastwagen in die geheimen Lager der Geldtransportfirmen gebracht. Was Planung, Transport und Sicherheitsvorkehrungen angeht, ein beispielloser Kraftakt. Heute brauchen sie mehr gepanzerte Fahrzeuge, sie brauchen Fahrzeuge, die mehr transportieren können, höhere Gewichte, sie brauchen sehr viel mehr Mitarbeiter. Sie brauchen Gabelstapler, sie brauchen größere Tresorräume, sie brauchen größere Lagerräume, in denen sie die Münzen lagern können. Hier sind sehr viel größere Mengen und Werte zu transportieren und zu lagern, als es im Normalfall üblich ist. Und das ist natürlich für uns eine sehr hohe Belastung. Die neue Währung wird in den Lagern der Sicherheitsunternehmen für die Banken zwischengelagert und in handlicheren Portionen ausgeliefert. Den Euro endlich sehen und fühlen, das Angebot nahmen heute viele Kunden von Sparkassen und Banken in Deutschland wahr. Privatleute müssen sich noch bis zum 1. Januar gedulden. Doch der Handel kann sich ab sofort bei den Geldinstituten mit Euros versorgen. Je eher, desto besser, denn die Banken hätten ein Problem, wenn sie Einzelhandel und Privatkunden gleichzeitig beliefern müssten. Bis Ende Dezember sind neue Münzen und Scheine im Wert von mehr als 63 Milliarden Mark unterwegs. Damit erhält Deutschland in dieser Zeit gut ein Drittel der gesamten Erstausstattung an Bargeld in der Eurozone. Bundesverteidigungsminister Scharping hat Vorwürfe wegen seiner Mallorca-Flüge zurückgewiesen. Zugleich lehnte er Rücktrittsforderungen ab. Rückendeckung bekam er von Bundeskanzler Schröder. Scharping war in die Kritik geraten, weil er nach der Sondersitzung des Bundestages zum Mazedonien-Einsatz mit der Flugbereitschaft der Bundeswehr für kurze Zeit an seinen Urlaubsort zurückgeflogen war. Ende einer Urlaubsreise. Der Verteidigungsminister nebst Lebensgefährtin heute Nachmittag auf dem Rückweg von Mallorca mit dem Schachterflugzeug wie normale Touristen. Da legte Rudolf Scharping Wert drauf. Er sehe keinen Grund für einen Rücktritt, habe sich nichts zu Schulden kommen lassen, ließ er noch vom Urlaubsort aus wissen, am Flughafen nur so viel. Die Kollegen Struck und Mündefering schon hinreichend zu geäußert, das muss ich doch nicht auch noch mal aufgreifen. Bundeskanzler Schröder hatte heute vor allem zwei Aufgaben. Hände schütteln, freundlich lächeln beim Tag der offenen Tür im Kanzleramt und den Genossen Minister stützen. Man solle die Kirche im Dorf lassen. Scharping habe beim Benutzen der Flugbereitschaft nichts falsch gemacht, soweit er wisse. Der Rest, was da privater Natur ist, ist Sache zweier erwachsener Menschen und sollte sich politischer Debatte entziehen. Und deswegen betone ich noch einmal, dass hier, glaube ich, mit Kanonen geschossen wird, die nicht angemessen sind. Und das soll es dann auch sein. Ich werde im Übrigen an diesem Wochenende mit ihm ein ausführliches Gespräch führen. Und das war's dann aber auch. Trotzdem, für die Opposition bleibt der verliebte Verteidigungsminister eine Steilvorlage. Auch heute Rücktrittsforderungen. Das Ende wird letzten Endes nicht sein, dass er Bundesverteidigungsminister bleiben werden kann. Aber auch seine Partei wird der Fall Scharping weiter beschäftigen. Zurück in Berlin, in den Gremien. Forderungen, eine klar. Nach den jüngsten Berichten über die CDU-Spendenaffäre verlangt der Waffenhändler Schreiber seine 100.000 Mark Spende von der Partei zurück. Schreiber, der in Kanada lebt, sagte dem Nachrichtenmagazin Focus, er werde nicht hinnehmen, dass seine Parteispende zweckentfremdet worden sei. Nach Medienberichten gibt es Belege dafür, dass Ex-Schatzmeister Kiep das Geld zunächst privat verwendet und dann als eigene Spende an die CDU überwiesen hat. Bei einem Bombenattentat in Gaza-Stadt ist ein hochrangiger Offizier des palästinensischen Geheimdienstes ums Leben gekommen. Er soll zu seinem Büro im Norden der Stadt Gaza unterwegs gewesen sein, als eine Bombe in seinem Wagen detonierte. Die Palästinenser machen Israel für den Anschlag verantwortlich. Das israelische Verteidigungsministerium stritt jede Verwicklung in die Tat ab.
In der Nacht beschossen sich Palästinenser und israelische Soldaten in Hebron im Westjordanland. Dabei wurden 7 Palästinenser verletzt. Im Nahostkonflikt versuchte Bundesaußenminister Fischer heute wieder zu vermitteln. Am Rande der UN-Konferenz gegen Rassismus im südafrikanischen Durban traf er sich mit Palästinenserpräsident Arafat. UN-Generalsekretär Annan erteilte auf der Konferenz 2 Forderungen eine klare Absage. Zum einen dürfe der Zionismus nicht mit Rassismus gleichgesetzt werden. Zum anderen, und auch das war eines der Hauptthemen heute, sei das Treffen in Durban nicht der geeignete Ort, um über Entschädigungen für Kolonialisierung zu debattieren. Auch heute wieder Demonstrationen auf den Straßen von Durban und dabei ein wichtiges Thema, eine Entschuldigung des Westens für Sklaverei und Kolonialismus. Außenminister Joschka Fischer kam dieser Forderung heute in einer bemerkenswerten Rede vor dem UN-Gipfel sehr nahe. Europa habe eine historische Verantwortung. Fischer bat, und damit ging er weiter als andere westliche Länder bisher, für die Kolonialschuld um Verzeihung. Aber Schuld anzuerkennen, Verantwortung zu übernehmen und sich seiner historischen Verpflichtung zu stellen, kann den Opfern und ihren Nachkommen zumindest die ihnen geraubte Würde zurückgeben. Ich möchte dies deshalb hier und heute für die Bundesrepublik Deutschland tun. Am Rande ein Gespräch Fischers mit Yasser Arafat. Dabei ging es um ein mögliches Treffen mit Israels Außenminister Peres. Ein Termin wurde jedoch nicht bekannt gegeben. Fischer zeigte sich besorgt, dass die Rassismuskonferenz am Nahostkonflikt scheitern könnte. Deswegen will er länger in Durban bleiben und vermitteln. Aber auch heute griff Arafat Israel vor dem Konferenzplenum scharf an und warf der Regierung von Ariel Sharon Staatsterrorismus vor. Noch immer dominiert der Palästina-Konflikt den UN-Gipfel, aber die Demonstranten draußen haben klargemacht, dass vielen das Erbe der kolonialen Vergangenheit ein wichtiges Anliegen ist. Der deutsche Außenminister hat das heute in Durban deutlich unterstrichen. In Mazedonien ist die Beratung über die geplante Verfassungsreform ins Stocken geraten. Das Parlament setzte die Debatte für unbestimmte Zeit aus. Sein Präsident Andov warf albanischen Rebellen vor, Flüchtlinge an der Rückkehr zu hindern. Solange könnten die Beratungen nicht weitergeführt werden. Das Parlament in Skopje soll parallel zur Entwaffnung der Rebellen die Verfassungsänderungen zugunsten der Albaner billigen. Die italienische Justiz hat nach den Gewalttätigkeiten beim G8-Gipfel in Genua im Juli weitere Deutsche aus der Haft entlassen. 7 Männer und 3 Frauen sollen vermutlich noch heute aus Italien ausreisen. Ein weiterer junger Mann steht nach Angaben der Behörden unter Hausarrest und darf die Umgebung von Genua bis auf Weiteres nicht verlassen. Damit sind noch 4 deutsche Globalisierungsgegner inhaftiert. Für sie soll in der kommenden Woche ein Haftprüfungstermin angesetzt werden. An der süditalienischen Küste sind heute etwa 400 Flüchtlinge aufgegriffen worden. Allein 294 Menschen befanden sich nach Angaben des italienischen Fernsehens an Bord eines Fischkutters, den die Küstenwache morgens vor Crotone in Kalabrien entdeckte. Bei den meisten Flüchtlingen handelt es sich um Kurden. Die Polizei konnte 5 Schlepper festnehmen. Erst am vergangenen Sonntag war ein Flüchtlingsschiff mit 350 Menschen vor Crotone abgefangen worden. Die etwa 460 Flüchtlinge auf dem norwegischen Frachter Tampa vor Australien sollen von Neuseeland und dem pazifischen Inselstaat Nauru aufgenommen werden. Der Kapitän der Tampa will die Flüchtlinge wegen fehlender Sicherheitsausrüstung jedoch nicht transportieren. Die Tampa hatte die Menschen vor einer Woche aus Seenot gerettet. Ein australisches Gericht entschied heute, dass die Asylsuchenden die australischen Gewässer vorerst nicht verlassen dürfen. Bürgerrechtler wollen ihre Einreise gerichtlich erzwingen. Bei einem schweren Feuer in einem Gebäude im Vergnügungsviertel von Tokio sind mehr als 40 Menschen ums Leben gekommen. 3 wurden verletzt. Der Brand brach nachts nach einer Explosion aus. Die Ursache ist noch ungeklärt. Nach Angaben der Feuerwehr gab es in dem Haus zu wenig Fluchtwege. Kaum Rauch ist zu sehen, keine Flammen. Doch die Explosion und der Brand in diesem 4-stöckigen Gebäude in Tokios Vergnügungsviertel Kabukicho sind verheerend. 44 Menschen sterben. Bis zur Unkenntlichkeit verbrannt oder im dichten Rauch erstickt. Versiegelte Fenster, fehlende Feuerleitern, defekte Brandschutztüren. Diese Schlamperei ließ ihnen keine Chance. Ein Augenzeuge. Zuerst gab es einen dumpfen Knall, dann gingen Fenster zu Bruch. Und dann habe ich gesehen, wie Leute rausgesprungen sind. Diejenigen, die sprangen, werden wohl überleben. Doch für 32 Männer und 12 Frauen kam jede Hilfe zu spät. Sie starben im 3. und 4. Stock in einer Spielhalle und einer Hostessbar.
Ausgerechnet am Tag einer Katastrophenschutzübung muss der Premier den Hinterbliebenen einer Brandkatastrophe kondolieren. Es ist das schlimmste Brandunglück in Japan seit Jahrzehnten. Ursache und genauer Hergang der Ereignisse sind noch unklar. Polizei und Feuerwehr gehen Berichten über ein gebrochenes Gasrohr nach, wollen zum jetzigen Stand aber auch Brandstiftung noch nicht ausschließen. Als erstes SPD-regiertes Bundesland will Niedersachsen Langzeitstudenten zur Kasse bitten. Wissenschaftsminister Oppermann sagte im Nachrichtenmagazin Focus, seine Regierung werde noch in diesem Jahr das Hochschulgesetz ändern. Studenten, die länger als die Regelstudienzeit plus 4 Semester benötigen, müssten dann ab dem kommenden Jahr mit 1.000 Mark pro Semester rechnen. Das Berliner Abgeordnetenhaus hat sich selbst vorzeitig aufgelöst. 143 von 169 Abgeordneten votierten dafür. Für den Beschluss war eine Zweidrittelmehrheit, mindestens 113 Stimmen, erforderlich. Im Juni hatte die SPD die Große Koalition aufgekündigt, als die Ausmaße der Berliner Finanzkrise bekannt geworden waren. Nach einer Selbstauflösung des Parlaments muss binnen 8 Wochen neu gewählt werden. Die Wahlen sind für den 21. Oktober geplant. Die größte Ausstellung mit Werken des Malers Hieronymus Bosch wurde heute in Rotterdam eröffnet. Mehr als 2/3 der noch erhaltenen Gemälde und Zeichnungen werden präsentiert. 200.000 Besucher werden in den kommenden Wochen erwartet. Rotterdam, die europäische Kulturhauptstadt, präsentiert eine erstaunliche Ausstellung. Werke von Hieronymus Bosch, alias Hieronymus Antonisson von Aken. Geboren 1450 in Sertogenbosch. Modernes Ambiente und 500 Jahre alte Exponate. Es passt. Bei Bosch liegen pralle Lebensfreude, irdische Lust und Höllenqualen nah beieinander. Der Mensch, das unbekannte Wesen, voller Tücken, voller Geheimnisse, voller Widersprüche. Bosch, ein kritischer Zeitgeist mit einer Leidenschaft fürs Detail. Heuwagen heißt dieses Bild. Pate stand ein flämisches Sprichwort. Die Welt ist ein Heuwagen. Jeder nimmt sich das, was er erraffen kann. Bosch ist ein Moralist. Für ihn ist die eine Hälfte der Welt dumm und lässt sich betrügen. Die andere Hälfte macht von der Dummheit der anderen Gebrauch und betrügt. Seine Bilder sind für die Zeit von der Spätgotik zur Renaissance von ungewöhnlicher Freizügigkeit. Und man vermutet, dass Bosch Mitglied der Sekte der Adamisten war, die für schamfreie Sexualität eintrat. Anregungen für seine Bilder fand er in der Alchemie, der Zauberei, der Astrologie. 25 Gemälde von Bosch sind weltweit noch erhalten. 18 davon kann man bis zum 11. November jetzt in Rotterdam bewundern. Die BMW-Williams-Fahrer Juan Pablo Montoya und Ralf Schumacher stehen morgen beim Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps in der ersten Startreihe. Die drittbeste Trainingszeit fuhr Michael Schumacher vor Heinz-Harald Frenzen. Die Lottozahlen 1, 6, 25, 27, 35, 38, Zusatzzahl 47, Superzahl 8. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 2, 8, 6, 4, 7, 4, 4. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 7, 3, 1, 9, 8, 0. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 2. September. Kaum ist es Herbst, da fällt auch schon der erste Neuschnee in den Bayerischen Alpen. 20 Zentimeter sind oberhalb von 2000 Metern gefallen. Die Wetterlage morgen. In Südwesteuropa ist es sonnig und trocken. In Osteuropa dagegen viele Regenwolken. Auch heute Nacht fällt oberhalb von 1800 Metern Schnee, in Lagen darunter Regen. Nicht nur am Alpenrand, sondern auch in Ostbayern und an der Oder regnet es. Am Tag ist es meist bedeckt, Sonne gibt es nur im Rheinland. Gegen Nachmittag treffen im Emsland neue Wolken ein. Sie weiten sich bis zum Abend auf ganz Norddeutschland aus. Der Wind wird schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen, nur am Meer frischer West- bis Nordwestwind. Heute Nacht 8 Grad an den Alpen, 12 an Donau, Oder und nördlich der Elbe. Am Tag Werte zwischen 15 bis 21 Grad, nur am Rhein wird es wärmer mit 22 Grad. Am Montag regnet es vor allem im Norden, am Dienstag in ganz Deutschland wechselhaftes Schauerwetter und auch am Mittwoch zum Teil kräftige Schauer. Die Temperaturen sinken Schritt für Schritt.